So, da wären wir. Aber wo ist das Begrüßungskomitee? Hallo, meine Freunde. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Das kann man wohl sagen. Ich hatte schon Sorge, dass euch die Kälte auf Dauer zusetzen würde, aber es macht nicht den Anschein. Ganz und gar nicht. Wir haben uns gut an das Klima gewöhnt. Schön. Und ihr wart wirklich die ganze Zeit über hier, um den Leuten zu helfen. Ja, auch ohne die Katastrophe der letzten Tage ist das Leben hier draußen hart und unerbittlich. Die Galear haben ihren Kaiser und eine gut funktionierende Gesellschaft verloren. Das rüttelt an den Grundfesten ihres Selbstbewusstseins. Aber jeder tut etwas, um die Situation zu verbessern. Und wir helfen natürlich so gut wir nur können. Natürlich gibt es auch Galear, die uns gegenüber misstrauisch sind. Aber mehr und mehr nehmen unsere Hilfe an. Danke. Du weißt ja, solange man zusammenhält, kommt man auch weiter. Über das Ilsabad-Korps erreichen uns Hilfsgüter aus allen Ecken und Enden der Welt. Dank dieser Unterstützung konnten wir den Kopf über Wasser halten. Julus hat erreicht, dass sich Teile der ehemaligen galäischen Streitkräfte an dem Aufbau des Landes beteiligen. Der Kreis der willigen Helfer wird immer größer. Der Weg ist noch lang, aber wir kommen Schritt für Schritt voran. Aber was macht ihr eigentlich hier? Ein neues Gesicht ist ja auch dabei. Das ist schnell erzählt. Kaum bist du vom Rande des Universums zurückgekehrt, da zieht es dich schon wieder in eine Splitterwelt. Und dann noch die 13. Gönnst du dir denn nie eine Ruhepause? Was soll man machen? Sie ist eben Abenteurerin. Ich weiß, aber es wäre doch schön gewesen, davon zu wissen. Vielleicht hätten wir ja helfen können. Stattdessen darf Raha den Boden des Myriadenmeers erkunden. Schon gut. Aber das nächste Mal sagst du etwas eher Bescheid. Einverstanden? So. Du warst also eine von Zenos gesteuerte Nichtsgesandte. Naja, wenn Ishtola meint, dass wir dir vertrauen können... Ich verstehe, dass du misstrauisch bist. Aber setze mich nicht mit Zenos gleich. Wenn ich nur daran denke, wie er mich kontrolliert hat, beginnt mein Blut zu kochen. Na, wir werden schon irgendwie Freunde werden. Entschuldigt, aber ich möchte euch etwas fragen. Ich habe im Norden von Ilsabad, also gen Galemalt, etwas gespürt. Die Präsenz meiner Schwester Ashtaya. Habt ihr hier irgendetwas bemerkt, das damit zusammenhängen könnte? Ein Hinweis auf einen Drachen, der eigentlich in der 13. Splitterwelt sein sollte. Ja, da war etwas. Vor ein paar Tagen sind hier Nichtsgesandte erschienen. Keine der Niederen. Sie waren stark und nicht gerade wenige.
Hast du irgendeine Ahnung, wer sie befehligt oder gerufen haben könnte? Julus hat uns erzählt, dass im alten Galemalt Versuche unternommen wurden, die Nichtsgesandten zu kontrollieren. Dir sollte das bekannt vorkommen. Jetzt aber ist die Technik hier weitestgehend verloren gegangen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich doch irgendwie irgendjemand dieses Wissen angeeignet hat und über die Macht verfügt, Nichtsgesandte zu kontrollieren. Ja, aber hochrangige Nichtswesen und dazu noch ein hoher Drache. Das ist keine geringe Leistung. Jedenfalls ist es kein Werk, das man einfach so vollbringt. Sie könnten zwar auch durch einen natürlichen Riss gekommen sein. Und es ist durchaus denkbar, dass der Turm von Babel, als er seine Unmengen an Äther aufnahm, solch einen Riss erweiterte. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Also können wir davon ausgehen, dass jemand ein Portal geöffnet hat? Wir haben uns auch gefragt, woher genau die Nichtsgesandten kommen und glauben, dass sie von den Bergen im Osten herabgestiegen sind. Dann sollten wir uns sofort dort umsehen. Bestimmt finden wir ein Nichtsportal oder dessen Überreste. Allerdings kommt man in den verschneiten Bergen zu Fuß nicht weit. Außerdem toben dort unberechenbare Winde, die die Suche per Luftschiff zu einem gefährlichen Wagnis machen. Lässt sich das Suchgebiet nicht irgendwie eingrenzen? Darüber habe ich auch nachgedacht. Einen Anhaltspunkt gibt es. Ein abgelegenes Dorf, tief in den Bergen. Man sagt, dass diejenigen mit der Gabe, die Nichtswesen zu kontrollieren, einst dort lebten. Warum sagst du das nicht gleich? Dann brauchen wir nur noch ein Fortbewegungsmittel. Und ich weiß auch schon, wer uns da weiterhelfen könnte. Julus in Camp Splitterglas.
Du wolltest mich etwas fragen? Warum helft ihr bei dem Aufbau von Galemalt? Welchen Nutzen zieht ihr daraus, den Schwachen zu helfen? Nutzen? Niemand befiehlt es dir. Niemand kontrolliert dich. Warum nimmst du dann freiwillig diese Mühen auf dich? Ich hatte mir schon gedacht, dass du sowas fragst. Ich habe mich einfach dazu entschieden. Ich will mein Bestes geben. Das ist keine Antwort. Was bekommst du dafür, wenn du diesen Leuten hilfst? Du verstehst mich nicht. Ich erfülle mir einen Wunsch, wenn ich mein Bestes gebe. Und wenn es jemandem hilft, dann umso besser. War das alles? Dann lass uns weitergehen. Ja, gut. Sein Bestes zu geben, auch wenn es keinen direkten Nutzen hat. Ist es das, was diese Welt bewegt?